So, und wir sind zurück in unserem ultra spannenden Kampf gegen random Dude mit Sonnenbrille. Und unser Swali benutzt Schüchterschild, während unser Crystal mit Nagen angreift. Damit steigt unsere Verteidigung. Aua. Okay, das Tubeit ist echt stark. Das ist halt echt blöd, dass Swali überhaupt gar keine Hilfe ist. Aua. Außer, dass halt dann seine Verteidigung immer weiter hochtreibt. Und ich habe noch keine Ahnung über die Monster-Effekte. Bei Pokémon weiß ich ja, Wasser ist gut gegen Feuer, aber ich habe noch keine Ahnung, welches Pokémon hier... Pokémon. Welches Temtem hier was ist. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich nehme mal das Kaku, weil das ist auch erst Level 6. Vielleicht kann ich ein bisschen leveln. Du machst weiter dein Schüchterschild. Du machst mal die Flinkheit. Aber ich weiß gar nicht, ob die Flinkheit überhaupt was bringt. Das hat doch mal niemand anders gemacht, oder? Hm. Schüchterschild. Machen wir doch giftige Sporen. Au. Die steigt die, lässt die Verteidigung, Definition, die Verteidigung steigen und steigen und steigen. Mach's weiter dein Schüchterschild. Mach's auch mal dein Schüchterschild. Au. Jod. Es müsste jetzt eigentlich das Gift kommen, ne? Schüchterschild, Schüchterschild. Das kann auch, glaube ich, jetzt nicht angreifen wegen seiner Ausdauer. Ja, genau. Jetzt musst du. Ja, richtig. Yeah, Ursul, was? Die als Urushiol bekannte Substanz ist ein virulent-toxischer Wirkstoff. Urushiol Plus, Urushiol Synergie. Okay. Es war also klug, dass ich das nicht ganz vorgelesen habe, ne? Ah, das war erfrischend. Du hast 49 Sonnentaler gewonnen. Dankeschön. Daher. Ein Kaku und ein Swali. Benutzt du gleich mal dieses Uri-Sul-Ding und die Windklinge gegen dich? Ah, das sieht man auch hier, ob ich es schon gefangen habe oder nicht. Das ist auch praktisch. Au! Au! Wie gemein! Mistviecher! Aber erst ist Swali weg, weil das ist irgendwie gefährlicher. So, das Kacken schlagen wir jetzt mit seinen eigenen Waffen. Okay. Schüchterschild und du kriegst Windklinge. Aber das muss ich dann auch nochmal zurück und muss sie heilen lassen. Oder ich komme hier durch, ohne irgendwas zu machen. Du hast zwei Äther gefunden. Grundlegender Ausdauerbooster. Überall auf der Inselgruppe zu finden. Regeneriert 20 Ausdauer. Okay.
Muss ich denn da lang? Anscheinend nicht. Huch! Ah, ein neues Gesicht auf dem Weg zur Akademie. Du kannst sicher ein wenig praktische Übung brauchen, bevor du deine Theorieklasse besuchst. Ja, klar, immer doch. Was bist du denn? Die Enten hören sich an wie die Enten aus Minecraft. Okay, die Windklinge gegen dich und die giftigen Sporen gegen dich. Jetzt habe ich Spinat gelesen. Dass die immer alle Zärtlichkeit können. Das ist wie so Heuler oder so. Au. Dann die Windklinge nochmal gegen dich. Und die giftigen Sporen gegen dich. Entschuldigung. Was ist denn Pelki? Ich habe nur noch ihn. Na, jetzt wird's interessant. Ich habe keine Monster mehr. Aua. Aua. Ich bräuchte... Ich bin tot. Nee, nicht immer. Aua, jetzt bin ich tot. Ach, wie gemein. Dein Team hat keine gesunden Tempte mehr übrig. Du hast 72... Oh nein, Sonnengold verloren. Oh. Unser erster Verlust. Oh nein. Ohnmacht. Na, jetzt sind wir wieder hier. Sind alle Tempels noch da? Ja, okay. Dann gehen wir mal hier so rum. So mutig, wie wir sind. Ah, das ist halt echt schwierig. Schwierig. Du, lass uns kämpfen. Jetzt. Wenn du sagst. Nein, kämpfe. Also man kann ja zumindest bei einem Kampf erwarten, dass man zumindest bitte sagt. Danke und danke. Okay, wir nehmen Urushiol hier und Nagen hier. Beide ihren Speed hoch. Okay. Dann du nochmal Urushiol auf ihn und Nagen auf ihn. Irgendwie. Au. Nicht mit mir, mein Freund. So, nochmal Urushiol an dich und Nagen an dich. Au. Au. Tschüss, Ganki. Tschüss, Ganki. Yeah, Kristallstaub plus. Ein. Achso, ich muss erst lesen, dann auf Bestätigen klicken. Ja, gibt's Sinn. Besiegt? Pff. Du hast 61 Sonnengold gewonnen. Yay! So, hier muss ich jetzt wieder durch. Da steht auch schon wieder einer. Da! Ah! Lass mich doch mal alle in Ruhe. Ah, du siehst aus wie eine Temtem-Bändigerin. Aber wie gut kennst du deine Temtem wirklich? Wusstest du, dass jede Art stark oder schwach gegen spezifische Typen von Temtem im Temtem ist? Ja, natürlich wusste ich das. Ein Beispiel, wogegen sind Wasser-Temtem effektiv? Feuer-Temtem. Richtig, Wasser steckt Feuer. Was ist mal Feuer-Temtem? Gegen welche Art Temtem willst du sie benutzen? Natur-Temtem. Das stimmt. Feuer steckt Natur, Wasser steckt Feuer und so weiter. Egal, genug der Theorie. Mach dich bereit zu kämpfen.
dass sie dann immer gleich kämpfen wollen. Oh, der hat nur eins. Oh, das ist cool. So, Urosäul und Kristallstaub. Au. Der hat mir eine gequatscht. Okay, nochmal Urosäul. Und kriegen wir Kristallstaub plus. Gehen wir auch noch hin. Hey! Wieder sieht deine Piranha. Und zwar, die kriegt ein Level dazu. Nicht schlecht. Du bekommst es schon gut hin. Du hast 50 Sonnenteiler gewonnen. Yay. Was haben wir denn hier jetzt alles? Will ich immer zu weit gehen, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwo auf so einen Dude treffe, der gegen mich kämpfen will. Das ist irgendwie auch kein Anhänger, ne? Da kann man wahrscheinlich angeln irgendwann mal. Aber ich will nicht an den zwei vorbei. Und die Viecher sind doch schon halb tot. Wo muss ich überhaupt überall hin? Muss ich echt dahinter oder so? Ganz schön mies. Na gut, hilft nichts. Schau mal, mein anderer Bändiger, lass uns kämpfen. Warte einen Moment, mein Liebling. Wir sollten uns erst vorstellen. Hallo, Fremder, ich bin Yota und meine Tochter Agapi. Ich bin Chi. Hallo, Chi. Wo geht es nach Brikaldemar? Brikaldemar ist ziemlich nahe. Geh einfach nach Norden bis zum Tor. Mama, können wir jetzt spielen? Oh ja, lass uns spielen. Ja, los Mama, lass uns versuchen, Chi zu besiegen. Die sind ja lustig. Also, Urosäul gegen Saku und Kristallstaub gegen Saku. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Mir ist immer sofort jumped. Geiles Viech. Also mein Swali. Immer wenn es dieses Urosäul macht. Bum, bum, bum. Sag uns doch bestimmt die Weiterentwicklung von dem Viech, das wir auch haben, oder? Yay. Levelaufstieg. Mal Urosäul gegen dich. Ja, und du machst nichts. Oh. Ja, mein armes Crystal. Level 9. Das hat Spaß gemacht. Du hast 59 Sonnentaler gewonnen. Wow, du bist sehr gut, Chi. Chi ist schon erwachsen, Agapi. Eines Tages wirst du auch wie Chi sein. Hart. Nein, du wirst sogar besser sein. Wirklich? Mama, ich will auch bändiger werden. Aber ja, mein Liebling. Aber erst musst du dein Gemüse essen, damit du groß und stark wirst. Immer dieses Gemüse. Achso, ich muss da durch. Meine Nase läuft. Muss kurz. So, besser. Aber ich habe fast gar keine. Also so zu wenig eigentlich nicht. Ach, jetzt bin ich gegen Aprile gestoßen. Pardon. Swali und Tubai. Dann hätte ich doch mal Urosäul gegen dich. Und ich weiß nicht, ob ich es dann schon tot mache, wenn ich jetzt auch noch Picken nehme. Ich hoffe nicht. Au. Ich versuche mich mal an einer Tentkarte.
Nein, nicht älter. Wie? Ging das jetzt nicht? Ach, jetzt. Yay! Das Pájaro. Was ist hier mit dir? Ich habe einen Pájaro gefangen. Kenn ich dich? Haben wir uns im Dojo von Arisola getroffen? Nee. Dachte ich mir, ich vergesse nie ein Gesicht. Jedenfalls, ich freue mich, neue Leute zu treffen, insbesondere Bendiger. Unsere Dojo-Meisterin hat uns angewiesen, herauszugehen und unsere Temtem gegen unterschiedliche Leute ausprobieren. Was sagst du zu einem Kampf? Klaro. Oh. Ein Taubsi und ein Tauboga. Ich sollte mit meinem Pokémon-Vergleichen aufhören. Au. Mein Name ist Swali. Das ist Tubai kämpft ja schon. Muss mal Kaku nehmen. Aber Kaku macht doch nicht viel, außer die giftigen Sporen, ne? Auch wenn mein armes Tubai da so fertig zu machen. Die starren die mich die ganze Zeit an. Giftigen Sporen machen wir auch hier hin. Da. Das wird ein sehr harter Kampf. Ja, ja, starr mich nur weiter an. Hast schon recht. Nein! Warum schlafe ich denn jetzt? Der Junge kann keine Technik verwenden, aber es wacht auf, wenn es angegriffen wird. Toll. Machen wir mal Schlüchterschild. Und picken gegen ihn. Er schläft. Wir müssen das Pájaro fertig machen. Okay, Pájaro ist... weg. Hast auch Urusol gelernt. Sehr gut. Bestätigen. Dann nehmen wir doch gleich mal Urusol. Und hier Windklinge. Das Rote ist, weil wir beides Flügelviecher sind, dann ist es so die halb so stark wie sonst. Also wenn wir Wind gegen Wind oder Flut gegen Flut kämpfen lassen, dann sind die Attacken immer nur halb so stark. Macht auch Sinn. Das war ein guter Kampf, danke. Du hast 73 Sonnengold gewonnen. Yay! So, was haben wir denn hier jetzt alles? Doch, die will bestimmt auch kämpfen. Ach, der auch. Eigentlich will ich nicht mehr kämpfen. Huch! Ha, was hat euch aufgehalten? Wenn ich mein Luftschiff noch erwischen will, muss ich nach Arisola eilen. Und zwar sofort. Andernfalls muss ich auf die Narwhal warten. Und ich hörte, sie hat doch einige ausgiebige Reparaturen nötig. Keine Sorge, Prof. Konstantinos. Ich verstehe. Geh nur, mein Freund. Ich kümmere mich um die Kinder. Vielen Dank, Sophia. Ich schulde dir etwas. Die Getränke gehen auf mich, wenn du das nächste Mal in Albury bist. Haha, ich nehme dich beim Wort, Professor. Aber wie ich sehe, ist dein jüngster Lehrling angekommen. Ganz genau. Genau richtig, Chi. Lass mich euch eine gute Freundin Sophia vorstellen. Sie ist die Dojo-Meisterin von Arisola. Hallo Kinder, wie geht es euch? Ich gebe euch eine kleine Tour durch Brikal de Mar, bevor ich euch bei der Akademie abliefere. Kinder, hier trennen sich unsere Wege. Mein Luftschiff fliegt in einer Stunde, also muss ich mich beeilen. Ich übergebe euch in Sophias fähige Hände. Oh, geh endlich los, Konstantinos. Du wirst noch deinen Flug verpassen.
Vierte. Also gut, folgt mir, Freunde. Dieser kleine Laden hier ist Louis Souvenirs. Er hat alle möglichen Kram für Touristen im Angebot. Das ist ein guter Ort, um dir deine erste Thermessens-Flasche zu holen. Kein Bändiger sollte ohne unterwegs sein. Also spare dein Geld und hol sie dir, sobald du sie dir leisten kannst. Also gut, hier entlang. Na, wo laufen wir denn hin? Der Indigo-See ist immer so friedlich. Manchmal, wenn der Silado völlig überfüllt ist, komme ich hierher, um ein wenig zu surfen und meine Wassertemtem zu trainieren. Und dieses große Gebäude hier ist eure Akademie. Er wird von Lehrern geleitet, die aus meinem Dojo kommen. Und dahin gehe ich jetzt, ins Dojo. Eines Tages, Max, wenn du bereit bist. Zuerst einmal kommen alle neuen Lehrlinge hierher, um die Grundlagen zu lernen. Wenn ihr ordentlich geübt habt, könnt ihr vielleicht meinem Dojo in Arisola beitreten. Kein Aber. Aber... Und hier geht es zum Temporium. Oh ja, da müsste ich hin. Das ist unser örtliches Temporium. Es gibt in jeder größeren Stadt eines. Hier können die Bändiger ihre Temtem heilen und Ausrüstung für sie kaufen. Hier gibt es alles, was ihr jemals brauchen werdet, um noch ein bisschen mehr. Es ist immer eine gute Idee, das Temporium zu besuchen, sobald ihr eine neue Stadt betretet. Verstanden? Dorthin geht es zur Thalassischen Klippe und zur Straße nach Arisola. Es kann gefährlich sein, also geht nicht ohne einen Erwachsenen dort entlang. Wir sind erwachsen. Und dort sind die Docks. Ich könnte stundenlang dort sitzen, die Füße ins Wasser halten und der Pan soll dabei zusehen, wie sie Silario gold und feurig einfärbt. Und das war's. Das ist ein kleines Bekalne Mar. Ich hoffe, ihr freundet euch mit vielen Leuten an und habt Spaß. Eure Klassen beginnen, Kinder. Und ich muss zurück ins Dojo. Wenn ihr in Arisola seid, kommt beim Dojo vorbei und sagt Hallo, ja? Also gut, habt einen tollen Tag. Bitte. Du hast sie gehört, Chi. Ich wette, ich kann die Akademie schneller meistern als du. Wie sie sagte, besuch mich irgendwann mal im Dojo, du Versager. Brikaldema, ein friedliches Fischerdorf. Aber bevor es jetzt weitergeht, mache ich eine Pause und wünsche euch noch viel Spaß. Beziehungsweise wir gehen jetzt. Wobei wir gehen erst noch ins. Irgendwas. Okay, das war das Falsche. Die hinteren. Jetzt hat. Und das ist unsere. Temtem. Ich habe nicht Pokémon gesagt, ich habe Temtem gesagt. Stärken. Genau. Und. Genau, bevor wir jetzt weitermachen, mache ich hier wieder einen Break. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Und bis morgen. Auf Wiedersehen.